Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Testvideo der HDMI-Kabel, die ich bei Temu geholt habe. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Von klein, kurz bis lang, alles mit bei. Alles sollen 8K HDMI-Kabel sein. Und wir werden das mit Hilfe der PlayStation testen. Achso, nee, Haus. Spiel. So, PlayStation 5. So, erstmal zeige ich euch, dass es auch wirklich alles funktioniert, so wie ich es jetzt gerade habe. So, achso, ich muss die hier noch umschalten. Mein Fehler. So, da ist es schon, das Bild. Und wir gehen jetzt hier einfach mal Einstellungen. Bildschirm und Video. Und dann gehen wir auf... Wo war denn jetzt? Informationen zu angeschlossenen HDMI-Gerät. Genau. So. Jetzt sind wir bei Informationen zum angeschlossenen HDMI-Gerät. Also was ich hier angeschlossen habe. Wir sehen hier 4K, 1044, also 2K, 1044p, 1080p, VRR, 48 bis 120 Hertz, also dass auch die 120 FPS unterstützt werden. Hier HDR. Frequenz, HDR. 24, 5, also sind die FPS-Zahlen. 24, 25, 30, 50, 60, 120. YUV422/YUV420. Und dann ohne HDR haben wir auch wieder 24, 25, 30, 50, 60, 120. Das sind, ja, wie viel Hertz halt es geht und wird alles unterstützt. Ja? Und auch hier für 1440p können wir hier einfach mal machen. SD wird unterstützt und bis zu 120 Hertz mit HDR. VRR mit bis zu 120 wird auch unterstützt. So, jetzt überprüft er alle durch. Also ich weiß, dass er das alles macht, aber ich zeige euch halt nur, dass es auch wirklich funktioniert. Hier 5 Sekunden noch. 2, 1, geht kurz aus, schickt ein neues Signal. Was? Ist aus dem Gerät nicht möglich? Doch, eigentlich sollte das möglich sein. Test. Das müssen wir nochmal testen. Ich weiß, dass es definitiv geht, weil ich habe es ja schon mal getestet. Achso, ich hatte vergessen, Ja zu drücken zum Testen. Man muss halt durchdrücken. Ich hatte einfach nur gewartet. Das war damals ein bisschen anders. Damals hat er das automatisch gemacht. Also jetzt ist von meinem Fernseher der Game Mode angegangen. So. Und jetzt seht ihr 120 FPS mit SDR, HDR, also SDR-Bild, also
120 mit SDR und HDR, VRR 48 bis 60, SDR, HDR, VRR 48 bis 120, SDR und HDR. Wird alles unterstützt. Und wenn wir jetzt hier oben gehen, Informationen zu einem angeschlossenen Videogerät. Jetzt seht ihr hier, das hatte ich euch schon gesagt, jetzt haben wir hier genau das gleiche. VRR, HDR, mit HDR, ohne HDR. 60 und 120 Hertz, 60, 120 Hertz wird unterstützt. Und genauso ist es auch bei 1080p. VRR wird unterstützt, HDR wird unterstützt, mit HDR, ohne HDR. 24, 50, 60, 120, 24, 50, 60, 120. So. Dass ihr seht, dass das auch wirklich alles funktioniert. So. Ich habe mehrere Splitter, also zwei Splitter, einmal 3:1 und 1:2. Dass ich einmal hier Bild habe, aber auch auf den Knopf drücken kann und am Monitor. Also für euch, für abends, für den Stream und so habe. Auch da habe ich darauf geachtet, dass alle Geräte, die ich habe, 8K mit 60 FPS unterstützen. So eine hier. Ja? Nicht nur mit 30 FPS. Also ihr seht, es funktioniert. So, jetzt werde ich einfach mal, ich werde mal zur Xbox dann wahrscheinlich ein separates Video machen. Dann machen wir jetzt hier einfach mal erstmal die PlayStation durch. So, ich zeige euch mal, was ich jetzt mache. So, hier ist praktisch der 1:2 und hier ist der 3:1. Ich ziehe jetzt aus dem hier den HDMI-Kabel raus. So, jetzt ist logischerweise kurzzeitig kein Bild. Ich ziehe auch hier den HDMI-Kabel raus. Ich mache mal kurz ein bisschen, dass ihr das seht hier. Da sind drei HDMI, die gehen hier rein und einer geht raus. Und somit werden wir das jetzt testen. Wir fangen mal mit dem kurzen am besten an. Und dann nehmen wir uns die langen vor. So. Da haben wir hier einmal einen kurzen. Ich mache mal auch die Plastipinöbelchen ab. Der kommt auch im Gesleeften daher. Ah. Das ist er. Und den schließen wir jetzt hier an. So. Und na komm, da auch ran. Ich lasse den auch extra so, damit ihr das seht, dass der wirklich jetzt hier verbunden ist. Ja. Und schon haben wir hier ein Bild, was nicht so gut ist. Also da haben wir eindeutig Störungen. Er sagt zwar auch, hier ist alles unterstützt, aber wir können ja mal kurz, vielleicht ist es nur ein Fehler im Gerät. Ich warte jetzt, bis ich auf dem Monitorbild sehe. Da ist es scharf. Jetzt schalten wir hier nochmal zurück. Meine Tochter war am Fernseher. Naja. So, ach nee. Jetzt haben wir hier ein sauberes Bild. So, jetzt machen wir hier einfach nochmal durchtesten. Die 1044. Ihr seht, dass es jetzt heller ist. Gleich schaltet sich auch wieder mein Gaming-Modus an. Also vorher war das so. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht.
vor dem letzten Update war das so, dass du halt das hattest und dann gesagt hast, teste, und hat der das durchgetestet. Jetzt musstest du halt bestätigen. Alles wird unterstützt bis 120 Hertz, also FPS. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei VRR ausmachen und einmachen, automatisch allem weitere Informationen, da kommen wir dann halt auch nochmal zu den Informationen, wo wir uns das alle durchlesen können mit den 4K 120 und alle drum und dran, wenn ihr da Informationen braucht. So, wir können aber auch HDR. Eingeschalten werden unterstützt, habe ich bei mir. Und wenn wir anpassen machen, dann können wir jetzt hier HDR anpassen. So. Ach nee, warte mal, zurück. Heller. So. Und jetzt gehen wir nochmal zur Sicherheit auf Auflösung, auf Information. So, und aktuell gebe ich aus eine Auflösung von 4K mit 60 Hertz. Bildformat ist RGB, in Klammern HDR. HDCP ist aus, weil sonst könnte ich es nicht aufnehmen. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Es wird alles unterstützt. So, wir können ja mal... Welches hat ein HDR jetzt? Ihr habt das was. Das hat der HDR. So. Wo sind da? So, Alexa, Soundbar aus. Alexa, Soundbar an. Machen wir einfach mal den Ton leise. So, wenn ich jetzt hier auf Information gehe, Spielmodus, HDR, DTHD, Mann, der geht... leider zu schnell weg. DTHD, UHD. Und hier oben steht dann halt auch nochmal die Auflösung. 4K, VRR, 60 Hertz, erweitertes Eingangssignal. Also wie ihr seht, es wird alles unterstützt und der Kabel macht das, was er soll. So, wir machen jetzt aber einmal, wechselt jetzt mal auf den Monitor zurück. So. Oh, das stürmt bei uns heute, ey. So. Also der Graue hat schon mal gut abgeschlossen, hat alles das gemacht, was wir wollen und was beworben wurde, ohne Probleme. Den werde ich wahrscheinlich dann auch demnächst hier dazwischen machen, weil der so schön kurz ist. So. Also der funktioniert. So, dann nehmen wir uns den nächsten. Das ist, der soll auch 0,5 sein, ist aber ein Stück länger, wie ihr seht. Das ist der Orangene. Den blauen habe ich auch noch. So, den Kabel da rein. Und hier auch. Und dann warte ich, bis da drüben ein Bild ankommt. Und dann switchen wir rüber.
Also ich muss jetzt mit Spiel und so muss ich jetzt nicht machen. Das ist nur das, habe ich nur gemacht beim ersten Mal jetzt, damit ihr das seht, dass es auch wirklich so funktioniert, wie ich sage, dass es funktioniert. Habe ich jetzt den Knopf nicht gedrückt? Ich sehe nicht drüben. Im Gaming-Modus. Noch. Okay, den müssen wir uns den näher angucken nachher. Der wird, so wie es aussieht, jetzt gerade nicht unterstützt. Also auf dem Monitor ja, aber hier jetzt gerade nicht. So, jetzt haben wir den blauen. Alle Links zu den entsprechenden Kabeln auch in der Videobeschreibung. So. Der funktioniert. Ich wechsle mal jetzt lieber nicht hin und her. So. Bildschirm und Video. So. Infos zum HDMI-Gerät. So. Jetzt nicht wundern, das wirkt halt kurz mal schwarz. Das ist halt zur Überprüfung. So. Hier wird auch alles unterstützt. Hier auch. Und auch hier. Ich gucke nochmal bei HDR. Dunkler, dunkler, ja, ist alles auch noch so. Ja, jetzt hat er sich kalibriert. Das mit dem ab und zu aus und wieder an, das ist jetzt, hat jetzt nicht an, mit dem Kabel zu tun. Das ist jetzt praktisch der Fernseher, die PlayStation, die überprüfen sich gegenseitig, was sie können und schicken dann halt verschiedene Signale und dann geht es halt aus, mit, wenn ein neues Signal kommt und so. Und wenn es einmal da ist, seht ihr, dann ist es da. Das ist jetzt wirklich nur, weil der Samsung, der nimmt das auch echt sehr genau. Da ist schon wieder die Gaming, das ist der Samsung, seht ihr, das ist hier wieder der Gaming-Modus. So, jetzt gehe ich nochmal raus. Medien, Fire TV und nochmal in den Gaming-Modus. Seht ihr, hier ist das auch nicht mehr so, das weiß nicht mehr richtig weiß. Hier ist so ein bisschen gelbstichtig und so durch den, weil ich da verschiedene Einstellungen habe. So. Warten wir noch mal kurz, ob wirklich alles unterstützt wird oder ob er wieder schwarz wird. Aber eigentlich sollte es nicht so sein. So, ich nehme mal nochmal Stromkabel raus. So. Starten wir mal die PlayStation neu, ob es damit zu tun hat. Wenn es das auch nicht ist, dann ist wirklich was mit dem Kabel.
Was sehr schade wäre. Schräg. So, eingeloggt auf PS5 und jetzt warten wir mal ab. Ja, es ist immer noch. Was passiert denn, wenn wir... Jetzt ist er doch viel öfters. Oh, ich muss gleich den Akku tauschen. So, ich mache jetzt mal die Auflösung fix auf 1080p. Da geht er. 1440p. Auch hier seht ihr, dass es jetzt nicht mehr Aussetzer hat und funktioniert. Und jetzt setzen wir es einfach mal hoch. Halt. Ach Mensch, da. Auf 4K. War es vielleicht doch nur der Fernseher? Na, wir testen es doch noch mal mit einem Spiel. Nee. VRR, 60 Hertz, DTHD, HDR, UHD, alles da. Aber hier ist der Weißwert ein bisschen hoch, oder? Nee. Der Controller wird noch ein bisschen dunkler, heller denn. Da schwankt er gerade. Jetzt ist VRR wieder an, ebenfalls kurz weg. Ja, schade, dass man diese Zeit nicht dauerhaft anhaben kann. Also den würde ich jetzt macht er das, was er soll, rein theoretisch. Ich würde den jetzt aber als bedingt einsatzfähig betiteln, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ihr seht hier auch, da dauert länger, als es eigentlich dauern soll. Da.
Also den würde ich jetzt, im Endeffekt macht er das, was er soll, aber hier, im Menü wieder nicht. Zack. Beim Spiel haben wir jetzt nichts gemerkt. Ja, also den definitiv nicht. Gerade der blaue, das ist ja sehr schade. Also das ärgert mich jetzt. Weil gerade der blaue, den wollte ich für die PlayStation nehmen. Wegen PlayStation-Farbe, ihr wisst ja. So. Aber der kommt auf den Stapel für geht nicht. So, jetzt nehmen wir uns nochmal den Orangenen vor, den wir vorhin hatten. So. Oh, 1%. Moment. So. Der scheint wieder nicht zu gehen. Wobei, wenn ich zum Monitor wechsle, geht der. Dann würde ich jetzt den jetzt hier sagen, der kann keine 120. Das werden wir nachher gleich nochmal testen. Jetzt würde ich erstmal den gleichen Orangenen nochmal testen. Steht hier Modelltyp, ID, EZ, L8K, okay. So, jetzt würde ich den gleichen nochmal testen, beziehungsweise der ist von einem anderen Unternehmen. Die haben alle die gleiche Tüte, aber das sind alle verschiedene Händler, wo ich gekauft habe. Weil ich wollte ja mit Absicht, also dass da dann auch gleich die gleiche Tüte überall kommt, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. So. Das wird dann halt 1,5 Meter in Orange. Ich habe auch bei dem Orangen schon eine Idee, was das sein könnte. Das werden wir aber zum Schluss dann überprüfen. Erstmal testen wir alle durch. Der macht das. VR, HDR, UHD, aber diese DTH fehlt. Ne, jetzt ist es auch da. Der hat mir aber jetzt ein bisschen zu lange gebraucht, dafür, dass das Bild da ist. Habt ihr gesehen? Schwarz, dann war da, dann war wieder schwarz, dann war wieder da. Das ist zwar schön, da wieder. Das darf nicht sein. Wir haben zwar ein Bild, aber ab und zu Aussetzer. Ich denke mal, das ist nicht hier direkt dafür geeignet. Ich warte jetzt nochmal nur kurz. Wir gucken jetzt nochmal. Ach, mein Akku ist gleich leer von der Fernbedienung. Ja, ja. Müsste ich mal laden. Ich vergesse die immer andersrum hinzulegen, damit die von alleine lädt. Aber ich habe ja eine USB-C. Da ist es wieder.
Ja, da wieder. Gut. Ich werde jetzt noch einmal kurz rüber wechseln zum Monitor. Ich gebe ihm noch eine Chance. Könnt ihr vielleicht am Fernsehen liegen? Da habe ich jetzt ein Bild und ich switche jetzt zurück. Und sobald jetzt hier das Bild kommt, überprüft der ja, was kommt hier an, was wird mir vorgesetzt. Das ist normal, dass es einmal ist, aber nicht so lange. Okay, definitiv hat sich's mit dem auch erledigt. Der fliegt raus. So. Die Bienen nehmen wir uns nachher dann noch mal vor. Und den blauen will ich nachher auch gerne noch mal testen. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? So, dann nehme ich jetzt mal so einen grauen. Der hat auch die gleiche Verpackung. Ich habe nämlich hier noch eine andere Verpackung. So eine. Und die anderen haben alle dieses. Deswegen würde ich jetzt gerne mal die anderen Bienenverpackungen, die genauso verpackt sind, durchtesten. Der sieht dann halt so aus. Steht auch hier 8K. HD, UHD. Sind auch 1,5 Meter, glaube ich. Na komm, geh doch rein. So, jetzt. Ja, bei dem steht es nicht, aber müssten, glaube, oder wartet der 2 Meter Kabel? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Euer hier steht, doch, hier oben steht es. 2 Meter. 2 Meter. So. Auch hier. Also es zeichnet sich was ab. Aber er sagt uns wieder, dass alles unterstützt wird, aber es wird dunkel. Also da brauchen wir ja nicht weitermachen. Der fliegt dann auch raus. Weil wenn es jetzt ist, weil das Menü ist 4, ist 4K bei der PlayStation. Also bis jetzt haben wir nur einen einzigen, der wirklich das macht, was er soll. Finde ich sehr schlecht. So, dann habe ich hier noch einen, der sieht auch richtig cool aus. Da steht hier HDMI und auf der anderen Seite 8K UHD. Und bei dem steht das da genauso. Ne, da steht nur HDMI und 8K drauf. Und das sind extra, ich habe extra darauf geachtet, dass das alle verschiedene Firmen sind. Ich habe nicht bei der gleichen Firma bestellt, falls er das denkt. Alle verschiedene, oder Firmen, Anbieter. Alle verschiedene Anbieter. Und alles 8K 120 FPS. So. 8K 60, dass 4K mit 120 geht. So, das sieht jetzt im ersten Augenblick ganz gut aus. Der hat die gleiche Verpackung.
Der sieht aber wiederum von der Verarbeitung eher standardmäßig aus, vom oben vom HDMI-Ansatz und so, habt ihr gesehen. Die anderen, die wir eben getestet haben, die hatten ja alle dieses, wo ihr Gehäuse so ein bisschen viereckig aussieht. Bisschen leiser finde ich den HDMI-Kabel. Das könnte aber jetzt auch nur mir so vorkommen. HDR, DTHD, UHD, 4K, VRR, 120. Keine Abbrüche, kein nix. Wir gehen ins Menü. Im Hintergrund läuft noch 4K HDR, hier nur normal 4K. Ja, der geht. Der funktioniert. Auch hier ganz normale Standardzeit vom Warten her, was der Fernseher braucht. Also der funktioniert. Jetzt zwei, die gehen. Jetzt haben wir die mit der anderen Verpackung. Na komm, der muss ich jetzt rausreißen. Der sieht auch so ein bisschen so aus wie die anderen. Der ist ein bisschen dicker. Ja. Der Sleeve ist ein bisschen feiner. Ja, da ist er. Den haben wir jetzt. So, der muss jetzt hier nochmal die Kacke aus dem Dreck holen, würde ich sagen. Ach, Mann. So. So, wir haben ein Bild. Gerät, was kann's? Ja, auch hier alles ganz normal. Auch hier, das ist Standard, ganz normal, dass es kurz ausgeht. Lädt. Bild ist da. Hier auch schon gleich HDR, DTHD, UHD, 4K, VRR. Jetzt war es gerade bei 48 Hertz, also 48 Dings, FPS. Jetzt ist es wieder bei 60 FPS. Spiel ausmachen. Das Spiel schließen hat auch ein Bewandtnis, warum ich das mache, weil da rechnet er ja auch nochmal neu, weil das wird ja erschlossen. Auch hier nichts zieht hinterher oder irgendwas. Ja, also der geht auch. Gehen wir mal Platzkater. Der funktioniert auch. Achso, ich wollte ihn ja noch dran lassen. Ich will was testen. So. Auflösung 1080p. Ich begrenze das jetzt mal. VRR aus. HD 120 aus. Alm aus. So. Ich habe jetzt halt HDR, wird unterstützt, aber habe ich aus. Ich habe die 120 aus. So. Und jetzt. Nehmen wir nochmal die Kabel uns vor. Aber es ist echt schade. Von den ganzen HDMI-Kabeln.
dass nur 3 gehen. Ich habe gedacht, die Quote wäre vielleicht ein bisschen besser. Ich hab auf 100% gehofft. Aber bei Temu kann man ja auch umtauschen, wenn was ist. Weil Temu kann ja nichts dafür. Temu ist ja nur der Anbieter, der die stellt, so wie Amazon, die stellen die Plattform zur Verfügung und die Händler verkaufen darauf. So, jetzt nehme ich nochmal den kurzen. So. Was sagt der? Na, Akku sagt, ist gut. Die SD-Karte nimmt auch noch auf. Und guck mal, wie das jetzt funktioniert. Mein Verdacht verhärtet sich. Also entweder ist es VRR oder ALM oder die 120 FPS. Wir stellen jetzt erstmal die Auflösung auf 4K. Und schon haben wir kein Bild. Okay, der kann definitiv keine 4K. Gott sei Dank habe ich ja da noch den Monitor mit angeschlossen. So. Aber da sagt er, der Monitor kann ja nur 60, aber da, wenn da 4K ankommt, da funktioniert es. Hier bringt er mit 4K kein Bild. Aber der hat halt nur 60 FPS. Das ist jetzt auch sehr kurios. Ach, ich bin falsch. So, und dann umswitchen. So. Ach, der hat das nicht genommen, oder? Doch. Neu starten. So, wir starten jetzt mal die PlayStation neu. Und ich wechsle jetzt zu dem Eingang. Und dann mal gucken, was er sagt. Was da jetzt Phase ist. Weil normalerweise sollte sich das alles dann einstellen. Und mit den Splittern kann das nichts zu tun haben. Die geben nur das Signal aus, was PlayStation sagt, was ausgegeben werden soll. Und der Fernseher halt sagt hier, das kann ich und das kann ich nicht. Ja, will er nicht. Das Kuriose ist halt nur, am Monitor funktioniert's. Gut. Also der ist hinfällig. Das ist sehr schade. Also der funktioniert definitiv nicht. Ich weiß jetzt nicht, was der für ein Problem hat.
Weil wie gesagt, am 60 FPS Monitor funktioniert es. Da gibt er das Bild aus. Hier will er jetzt nicht. Wir nehmen uns jetzt gleich auch nochmal den langen Kabel vor, der genauso aussieht. Der ein bisschen besser funktioniert hatte. Achso, ich müsste ja noch wechseln. Logischerweise. Und Kontrolle anmachen. So. Wird aber schon wieder hier. Der erkennt 4K, 60 FPS erkennt er an, HDR, UHD, obwohl ich das alles ausgemacht habe. So. Ja. War bei 4K beim Neustart. Eingeschaltet, wenn unterstützt. So, also wie ihr seht, mit 1080p scheint er zu laufen. Wir machen jetzt wieder VRR an. Die 120 und allen. Schönes Bild. Wie sieht er gerade so ein bisschen besser aus? Kann man wohl nur so vorkommen. Ja. 1080p, VRR, 60 FPS. HDR, DTHD, HD. Also es ist das 4K, so wie ihr seht. So. Jetzt nehme ich aber nochmal den da würde ich sagen, bedenkt geht es für HDR, alles drum und dran, ja, aber nicht mit 4K. Und jetzt nehmen wir doch nochmal die kleinen und testen den jetzt nochmal. Lässt mir keine Ruhe, dass der das gar nicht, dass der hier so wirklich so Macken hat. Das lässt mir keine Ruhe. Ah, guck mal. Guck mal, der hat Bild. Ja, alle das gleiche. Na, das ist aber auch. Okay. Nehmen wir uns den blauen nochmal vor.
Nee, warte, wir nehmen erstmal nochmal den grauen hier. Den 2-Meter-Kabel. So. Der ist nämlich gerade noch ausgepackt. So. Läuft noch, gut. Auch hier scheint es jetzt keine Probleme zu geben. Wieso macht der so ein komisches Geräusch? Wenn ich die PlayStation-Taste drücke. Und ein bisschen lauter ist er, glaube ich. Aber Bild ist schön scharf, sieht wirklich gut aus, aber halt nur 1080p. So, Bildschirm. Alles andere, seht ihr ja, ist an und jetzt setze ich den mal auf 4K hoch. Und wir haben wieder kein Bild. Ah, da ist Bild, aber es wackelt, es schwankt. Also nicht das Bild, aber ihr seht ja, dass es immer wieder kommt. Ich habe jetzt mal 1080p wieder angemacht. Ja, und es geht wieder. Gut. Aber warum nur die? Der andere von wo Kabel, nee, Deluxe Kabel draufsteht, da ist es nicht. Aber drei von denen gehen nicht. Und es sind wirklich nur die. Na gut, hier ist noch einer so ein No-Name-Ding, wo nichts drauf steht. Ja? So, jetzt nehmen wir uns den hier nochmal vor den blauen. Und ich garantiere euch, der wird jetzt auch funktionieren. Der wird auch kein 4K sein. Geschweige denn 8K, was hier drauf steht. Das ist schade, dass die Leute da so verarscht werden. Mann! HDR, DTL, 1080p, alles funktioniert. Jetzt machen wir einfach mal 1440p. Und guckt mal, auch hier funktioniert alles. Ja. Und jetzt machen wir einfach mal 4K. Und, seht ihr? Jetzt geht er. Wo ich gesagt habe, der geht bedingt. Aber das dauert mir zu lange. Da.
Und wieder da. Das sollte nicht sein. Überlegt mal euch, das passiert euch beim Zocken. COD, Zombie-Zone, um euch Zombies rum, kurz Bild schwarz und dann sind sie alle bei euch. So schnell könnt ihr ja nicht reagieren. Schade. Schade, 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 schade. Also haben wir von 7 HDMI-Kabeln. Dreie, die gehen, viere, die nicht gehen. Oder beziehungsweise viere, die bedingt gehen. Bedingt. Ja, also. Der geht nicht, der blaue. Obwohl es hier auch drauf steht. HDMI, du. Also der geht nicht und drei von den Kabel direkt gehen nicht. Nee, Deluxe Cable. Also zweimal die orangenen und einmal der halt in grau. Aber einer von Deluxe Cable funktioniert und zwar der schwarze. Da werde ich dann wahrscheinlich noch mal separate Video machen, euch zeigen, wie funktionieren. Der funktioniert auch mit dieser Verpackung und der funktioniert auch. Ja, also wenn es jetzt wenigstens die Verpackung wäre, dass man sagt, ey, gut, die Firmen gehen, ja, also wenn ihr so eine Verpackung habt, das geht, die anderen halt nicht. Aber hier, der geht, die anderen gehen nicht. Hier steht, sind auch Haufen Geräte drauf abgebildet und er, das ist halt. Oder das ist wieder so ein HDMI, obwohl, der hat ja, ich habe ja extra geguckt, 4K und 8K mit 60 FPS. Seht ihr selber, dass die das nicht unterstützen. Aber das wird so ein 2.1 sein, der 1080p, 2K kann, aber halt, und auch hier VRR, ALM, HDR, ARC und für Audio und so, das kann er alles, bloß halt nicht 4K. Und das ist halt das Blöde mit den neuen Kabeln, dass man da halt nicht mehr durchsieht. Das ist ja das, was ich euch erklärt habe. Ja, ist fast, also unter der Hälfte, unter der, also, na gut, die Hälfte wären 3,5 Kabel, aber ja, 3 gehen, 4 gehen nicht. Also das ist also sehr schade, das Ergebnis. Ich hab wirklich auf ein besseres Ergebnis gehofft. Muss ich so sagen. So. Jetzt habe ich wieder meinen guten alten dran. Er macht alles. Ihr seht auch kein Festhängen, kein gar nichts. Der macht das, was er soll. Ich werde dann die Tage, werde ich das nochmal testen. Aber dann mit der Xbox. Weil die Xbox, die geht von manchen Einstellungen ein bisschen was höher. Ich hatte die jetzt schon an, aber ich habe jetzt die Zeit nicht mehr.
Muss ja den Hangout noch vorbereiten. Ja, das finde ich sehr schade. Das finde ich wirklich, wirklich sehr schade, dass halt. Aber es zeichnet sich ja ab, dass Deluxe Cable, dass die nicht funktionieren, weil über die Hälfte und die anderen haben alle funktioniert. Und ja, aber hier ist halt auch einer, wo nichts und der andere funktioniert. Ja, also das ist sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir werden das nochmal mit der Xbox testen. Ich habe leider nichts da, um das zu testen, wie viel da durchgeht und woran es da liegt. Weil hier sind ja auch, hier steht, auf den anderen steht ja wenigstens 8K drauf. Hier steht halt auch nur HDMI. Und dass er halt DVD, Keyboard, USB, aber das ist halt alles das, wofür die Kabel machen halt. Und dann halt hinten einen Standardtext drauf. Made in China und was weiß ich, irgendwelche rechtlichen Sachen, aber sonst steht hier nichts. Und oben steht halt auch nur 2 Meter, irgendwelche Nummern. Ist halt sehr schade. Schade, 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 schade. So, aber nichtsdestotrotz soll das jetzt für das Video das auch erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, euch die Fragen zu beantworten. Leider ist es, ich fake hier auch nichts, also ja, 3 gehen, 4 gehen nicht, also ich habe, wie gesagt, wirklich mehr gehofft, also ich habe wirklich, weil nach den, ich kaufe ja sehr gerne bei Temu ein und habe damit echt jetzt gute Erfahrungen gemacht und da habe ich echt gehofft, dass ich da für Temu sprechen kann, aber so halt leider nicht, wenn man, gut, die tauschen auch schnell um und so, das ist halt nicht das Problem, aber ist schon schade, ist schon schade, aber naja, wir werden es noch mit der Xbox testen, werde ich demnächst mal machen und dann mal gucken, was da rauskommt, da wird genau das gleiche rauskommen, denke ich mal, aber nichtsdestotrotz verabschiede ich mich, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.